Zum Anfang dieses Videos mal ein Geständnis. Ich komme aus Bayern, auch wenn man das nicht unbedingt hört. Bayern ist vielleicht nicht das beliebteste Bundesland, aber auf jeden Fall auch nicht das egalste. Wir sind bekannt für unsere schönen Landschaften, den besten Fußballverein der Welt, aber natürlich auch dafür, dass viele Dinge bei uns, naja, sagen wir mal, anders laufen. Die Grünen. Und da gab es eine Crew aus Bayern, genauer gesagt aus dem Münchner Umland, die ein bisschen so wie das Bundesland selbst war. Blumentopf haben zwar definitiv Rap gemacht, aber waren immer irgendwie ein bisschen anders als der Rest. Vielleicht lag das auch daran, dass München nie eine große deutsche Hip-Hop-Stadt war, wie etwa Hamburg, Berlin, Stuttgart oder Frankfurt. Blumentopf konnte man nie wirklich einem Lager zuordnen, weil die Band sich selbst permanent neu erfand. Und weil sie immer irgendwie ihr eigenes Süppchen kochte. Bayern halt. Aber ich will jetzt auch nicht übertreiben. Das Ganze war mit Sicherheit nicht so experimentell wie etwa Fischmob, sondern gerade zu Beginn vom Sound her recht nah an anderen Szenegrößen. Was Blumentopf besonders machte, war die hohe Qualität und Kreativität in ihren Texten. Hörte man eines der ersten Alben am Stück, wurde man schier erschlagen vom Ideenreichtum der Band. Und so wurden sie im Deutschrap-Hype der 90er in den erweiterten Mainstream gespült. Doch viele kennen Blumentopf vielleicht auch aus einem anderen Kontext. Deutsche Rapper sind nominiert für den Hurensohn Award. Titelverteidiger sind Blumentopf und Porsche. Ich bin Berliner, geh zu Blumentopf, du Obsthändler. Topper, top, brav, Josh, fick Blumentopf im Chor. Frag den. Gerade als deutscher Rap etwas härter wurde, wurde Blumentopf relativ häufig Ziel von Angriffen anderer Rapper. Ich glaube, viele Leute kannten und hassten sie nur deswegen, ohne jemals einen Song gehört zu haben. Zu Unrecht. In diesem Video möchte ich zeigen, dass Blumentopf ihrer Zeit zum Teil unglaublich weit voraus waren und in vielen Belangen als Pioniere gesehen werden müssen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass die Band einiges an Potenzial im Laufe ihrer Karriere verschenkt hat. Oder anders formuliert, vielleicht war die ein oder andere kreative Entscheidung keine gute. Aber dazu später mehr. Blumentopf war eine Gruppe, die praktisch mit nichts anderem als ihrer Musik auffiel. Keine Skandale, kein Social Media, kein eigener Eistee. Deswegen hangeln wir uns in diesem Video von Album zu Album. Wir beginnen im Jahr 1997 mit Kein Zufall. Kein Zufall ist noch sehr roh oder raw, wie wir Hip-Hopper sagen. Und bezogen auf die Beats ist das durchaus als Kompliment gemeint. Gerade im Vergleich zu den späteren Instrumentals ist das hier noch sehr klassischer Hip-Hop. Die Raps dagegen wirken noch ein wenig holprig, zum Teil wird auch etwas geschrien. Jeder Rapper wäre froh, wenn er in unserer Posse wäre. Doch die meisten sind schlecht, wie die Witze von Fossi Bär. Aber wenn man ehrlich ist, waren Blumentopf sowieso nie die allerbesten Rapper. Was die Gruppe so einzigartig machte, waren die Texte. Und die stimmten schon auf keinen Zufall. Zum einen gibt es haufenweise witzige Alltagsbeobachtungen oder auch abgedrehte Geschichten, wenn zum Beispiel erzählt wird, wie sie Fischstäbchen befreien und im Meer aussetzen. Reiß die Packungen auf und zähle leise bis drei. Schwimmt nach Hause, ihr seid frei. Dass diese Grenze bei dem ein oder anderen Song verwischt, ist eine der großen Stärken des Albums. Die Texte sind aber nicht nur inhaltlich ziemlich witzig, sondern auch hervorragend gut geschrieben. Wir sind hier noch im Jahr 1997. Die meisten deutschen Rapper hatten noch generische Haus-Maus-Reime und es sollte noch Jahre dauern, bis mehrsilbige Nomenreime zum Goldstandard wurden. Blumentopf sind hier dem Großteil der Szene um Jahre voraus und reimen beispielsweise Kinderkram und Reimetest auf Rinderwahn und Schweinepest. Ich hinterlasse Spuren in deinem Kopf wie ein Freerider im Tiefschnee. Und wenn man Rap zu diesem Beat leider schief geht, dann ist es scheißegal. Der mit Abstand bekannteste Track des Albums ist 6,90 Meter. Ein Solo-Track von Holunder, dem wohl talentiertesten Rapper von Blumentopf. Wir werden auch nicht zum letzten Mal einen Solo-Song von ihm hier besprechen. Reimtechnisch ist er auf diesem Album eindeutig der Beste und auch in Sachen Kreativität kann ihm eigentlich keiner seiner Bandkollegen das Wasser reichen. 6,90 Meter erzählt davon, wie seine Schwester nach der Auflösung der Boygroup Take That Selbstmord begeht. Die Geschichte ist nicht wahr, aber fängt die zeitgenössische Boygroup-Hysterie sehr schwarzhumorig ein. Ein früher Geniestreich und auch der beste Song des Albums. Unvorstellbar, diese Massenhysterie. Ich verstehe nicht, wieso sich die Verfassungsschützer mit Take That beschäftigt hat. Aber auch in seiner Gänze kann man Kein Zufall heute immer noch ganz gut hören.
Es hat noch etwas Amateurhaftes, aber das Ganze gehört irgendwie zum Charme. Kein Zufall, war kein Charterfolg, aber brachte der Band eine erste nationale Aufmerksamkeit ein. Mit Großes Kino konnten sie 1999 den Vorgänger aber noch einmal in allen Belangen toppen. Wir hatten gegen Nazi-Sticker auf den Strom getan und brachen mit der bloßen Hand die Sterne von den Bonzenkahn. Zum einen fällt hier eine starke Verbesserung der Rap-Technik auf. Jeder der vier hat mittlerweile seinen Stil gefunden und ist klar vom Rest der Gruppe unterscheidbar. Auch wenn es bei den vier Rappern vom Blumentopf nie so sehr darum ging, sich als einzelner Charakter zu produzieren. Textlich ist das Ganze ebenfalls noch einmal ein wenig ausgefeilter geworden. Es dominieren nach wie vor Songs, die eine Art von Geschichte erzählen und dabei auch gerne abstrakter werden. Ein kürzerer Song erzählt beispielsweise eine Schachpartie nach, wenn auch nur eine Variation des Schäfermatts. Ich riskiere einen kurzen Blick und lauf dann mit meiner Dame von D1 auf H5 und bedroh dadurch seinen Bauern. Auch die Tracks, die eher im Alltag verwurzelt sind, sind sehr kreativ und können immer wieder durch überraschende Wendungen überzeugen. Hier wäre zum Beispiel Autos und Frauen zu nennen. In einer Strophe wird der Eindruck erzeugt, man begleitet ein Paar, das sich langsam entfremdet, auf einer Autoreise. Doch am Ende stellt sich das Ganze als Taxifahrt heraus. Wo bleibt die Zeit, wenn man sie am meisten braucht? Wir ritten auf der grünen Welle und weit und breit nicht der kleinste Stau. Keine Sau. Und nicht nur in diesem Song hat man ein Grundthema, das in jeder Strophe anders interpretiert wird. Die Platte strotzt nur so vor Kreativität und Liebe zum Detail. Und das ist kein Zufall. Die Band lebte damals in einer gemeinsamen WG und man kann sich gut vorstellen, wie sie sich immer wieder gegenseitig zu Höchstleistungen motivierten. Großes Kino überrascht den Hörer wirklich an jeder Ecke. Auch auf der Seite der Beats hat sich einiges getan. Die sind hier wesentlich Funk- und vor allem Jazzlastiger. Der Sound ist insgesamt sehr homogen, ohne langweilig oder repetitiv zu werden. Man kann dieses Album wirklich von Anfang bis Ende durchhören. Ein absolutes Meisterwerk und Meilenstein. Das macht es aber auch schwer, einen Standout-Track zu benennen. Aber am besten repräsentiert wird das Album vielleicht von Block und Bleistift. Der Song erzählt eine Unterhaltung nach von, nun ja, Block und Bleistift. Hast du den Buntstift gesehen? Der war ja spitz wie Nachbars Lumpi und hat nicht mal einen Radierer. Du, der macht das ohne Gummi. Ich glaube, an diesem Track kann man ziemlich gut ablesen, warum manche Leute Blumentopf lieben und manche sie hassen. Zum Beispiel, wenn der Bleistift zu einem Date ins Daumenkino fährt und sich dafür einen Faber-Castell-Anzug besorgt. Ob dieser Song hier super kreativ oder vielleicht doch etwas zu corny ist, da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber in jedem Fall ist er sehr unterhaltsam. Und auch dieser Track ist übrigens wieder ein Solo von Holunder. Es ist der T, der O, der P, der F mit dem dritten Album und alles ist immer noch fresh. Es ist der T. Großes Kino war ein Erfolg und chartete auf Platz 22. Und das ohne nennenswerte Single-Erfolge. Das machte Blumentopf zwar nicht zu Superstars der Szene, sie waren aber definitiv relativ weit vorne dabei. Doch mit der Jahrtausendwende änderte sich langsam etwas im deutschen Hip-Hop. Lange dominierten Mittelstandskids aus vor allem Hamburg und Stuttgart die Szene, doch speziell Berlin und mit Abstrichen Frankfurt mauserten sich ab den 2000ern zu den wichtigeren Städten. Damit eng verbunden ist die Abkehr von harmlosen, lustigen Texten zu eher härteren Inhalten. Hier wären zum Beispiel West-Berlin Maskulin oder Die Sekte zu nennen, die die späteren Superstars Savage und Sido hervorbringen sollten, oder ganz generell der Royal Bunker. Feindbild dieser neuen Bewegung waren natürlich die bürgerlichen, etablierten Künstler. Ganz besonders im Visier waren Freundeskreis und eben Blumentopf. Warum, ist nicht schwer zu verstehen. Einfach mal den Song Block und Bleistift gegen eines der beiden West-Berlin-Maskulin-Tapes halten. Labels rufen heimlich an und bitten mich um Einsicht. Tut mir leid, doch ich empfinde Lust, ich rappe nur als peinlich. Blumentopf hielten schnell als Symbolbild der verhassten Studentenrapper hin. Man muss sagen, auf Holunder, der exponierteste der Gruppe, trafen vielleicht auch viele der Klischees zu. Später sollte er tatsächlich in Physik promovieren. Mit seinen übergroßen Hawaii-Hemden, dem Pferdeschwanz und der Brille sah er damals schon ein bisschen wie ein verschrobener Wissenschaftler aus. Schade, dass er so oberflächlich abgeurteilt wurde. Für mich einer der talentiertesten deutschen Rapper aller Zeiten. Dazu kommt, Blumentopf selbst bestand nicht einmal ausschließlich aus Studenten. Und in Interviews wirken die fünf alles andere als elitär.
Doch schnell waren sie als Feindbild etabliert und das änderte sich im Laufe ihrer Karriere auch nicht mehr besonders. Blumentopf, ich hab gehört, dass ihr die gleiche Mutter habt. Dass die Disses und diese Entwicklung allgemein Blumentopf nicht kalt gelassen haben, merkt man an dem Album 1A von 2001. Es werden zwar keine Namen genannt, aber vor allem in Schönen Gruß ist relativ klar, wohin die Szenekritik zielt. Und schreit ihr auf der Bühne auch nur euren eigenen Namen, den eurer Kumpels oder den eurer Stadt. Ihr sagt, ihr haltet es real, ihr haltet nicht mal den Takt. Und auch in Liebe und Hass oder einem Interlude bezieht man Stellung gegen zunehmend homophobe Beleidigungen in Rap-Texten. Zu dieser Zeit mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Die ganze Halle voller jubelnder Kids, was ich hasse, ist das infantile Schwulengedicht. Auch sonst ist hier ein kleiner Bruch zu den Vorgängern zu hören. Die natürlich Rap-typische Selbstbeweihräucherung ist hier ausgeprägter als zuvor, wenn auch nach wie vor nicht verbissen oder dergleichen. Die für Blumentopf so typischen Storyteller sind aber rarer geworden und auch nicht auf dem Niveau von großes Kino. Grundsätzlich sind die Texte einfach weniger verkopft und nicht mehr so spielerisch wie auf den früheren Alben. Die ein oder andere zeitgenössische Kritik will darin vielleicht ein Erwachsenwerden gesehen haben. Die Band selbst meinte aber einmal, dass sie einfach keine Lust hatte, nochmal dasselbe zu machen. Vielleicht klingt das auch erstmal etwas negativ, aber wir vergleichen hier schon auf sehr hohem Niveau. Die Texte von 1A können sich auf jeden Fall hören lassen, genau wie die Beats. Die sind ähnlich trocken wie auf großes Kino, vielleicht mit etwas weniger Jazz, dafür mehr Abwechslung. Ich würde auch im Falle von 1A von einem Album sprechen, das man problemlos durchhören kann. Auch hier kann man trotzdem extra Songs herausstellen. Das schon erwähnte Liebe und Hass ist einer der beliebtesten Songs von Blumentopf. Auch Schönen Gruß habe ich schon erwähnt, aber möchte diesen Song nochmal mit Nachdruck empfehlen. Einer meiner persönlichen Favorites, obwohl oder vielleicht gerade, weil er so untypisch für diese Gruppe ist. Viel diskutiert wurde in Interviews der Song Nur, dass ihr wisst von Holunder. Er erzählt darin, dass er nicht kifft und dass das auch nicht zwingend zur Hip-Hop-Kultur gehöre. Das stand im Gegensatz zu Texten des Rests der Crew, zahlte aber vor allem auf das Streber-Image der Gruppe ein. Doch besonders ein anderer Track sticht hervor. Und das ist Die Jungs aus dem Reihenhaus. Die Jungs aus dem Reihenhaus lassen die Reime raus. Und gibt's mal keinen Applaus, dann sind wir scheiße drauf. Im Kontext der Disses kann man ihn vielleicht als Bekenntnis zur bürgerlichen Herkunft werten, aber ich glaube nicht, dass das die Intention war. Jeder der Rapper erzählt ein wenig aus seiner Jugend und Kindheit und irgendwie ist das Ganze sehr unspektakulär, aber genau darin liegt das Besondere in dem Song. Hört einfach mal rein. Mit Platz 16 in den Charts kann man das Album bestimmt ebenfalls als Erfolg bezeichnen. Der ganz, ganz große kommerzielle Durchbruch ist es aber auch nicht. Und das wird auch gern geschehen, 2 Jahre später nicht. Auch wenn man mit Platz 7 erstmals die Top 10 der Albumcharts knacken kann. Gern geschehen war das erste Album, das ich von Blumentopf jemals und praktisch meine gesamte Jugend über gehört habe. Die frühen Alben waren mir zu diesem Zeitpunkt noch zu verkopft, dieses Werk von 2003 ist dagegen sehr zugänglich. Das liegt zunächst einmal an den Produktionen. Die Beats sind unterm Strich deutlich synthi-lastiger, poppiger und vor allem tanzbarer. Gerade mit letzterem wollte man vermutlich Songs für den Club machen. Das sind nicht wenige Tracks auf dem Album und diese finde ich nicht besonders gelungen. Magic Disco, Ich komm klar, Macht Platz und Heute Nacht verschwimmen direkt nach dem Hören zu einem großen Brei. Was geht mit euch? Wir geben Gas. Geht mit uns ab oder geht aus der Bar. Doch das war schon früher manchmal so. Andere Songs gefallen mir mittlerweile aber auch deutlich weniger gut als damals. Es gibt wieder einige Storyteller, die allerdings deutlich im Vergleich zur Vergangenheit abfallen. Oft bestehen diese nur aus Aufzählungen verschiedener Situationen, die immerhin zum Teil ganz witzig formuliert sind. Am besten gelingt das auf Jeder zweite linkt dich. Daneben gibt es noch erstmals 2 dezidiert politische Songs, auch die finde ich aber nicht unbedingt gelungen. Am besten gefällt mir das Album in seinen ruhigen Momenten. Zum Beispiel in Da draußen, einem Solo-Track von Schuh, der davon erzählt, dass er an keinem Türsteher vorbeikommt. Ein schöner Gegenentwurf zu den eher generischen Club-Tracks. Alle feiern in den Clubs, für mich ist leider geschlossen. Mal liegt es an meinem Gesicht, mal sind's meine Klamotten. Auch mein Blog, das ein Jahr später im gleichnamigen Hit von Sido erwähnt wird,
ist eine schöne, aber nicht unkritische Liebeserklärung an die jeweiligen Wohnorte in München. In einem Block mit der Schneiderei im Erdgeschoss, wo man mich nicht grüßt, sondern gegen Wände klopft. Doch der Track, den man besonders hervorheben muss, ist natürlich Manfred Mustermann. In 8,5 Minuten wird das Leben eines Mannes von Geburt bis zum Tod erzählt. Die Geschichte selbst ist zwar nicht super außergewöhnlich, aber das Songkonzept selbst ist ziemlich spektakulär. Es lässt einen ein wenig melancholisch zurück, da es zeigt, wie viele Chancen man im Leben verpasst und wie schnell es vorbei ist. Ich wohne jetzt in einer eigenen Wohnung und bin weg von zu Hause. Wohne in einem Wohnblock in der Stadt und mach das Beste daraus. Insgesamt dennoch ein eher durchwachsenes Album. Mit Platz 7 aber immerhin das erste Top-10-Album in den deutschen Charts. Mit Gern geschehen endet auch der Teil der Bandgeschichte, den ich als Übergangsphase bezeichnet habe. Lasst uns nochmal auf die bisherige Unterteilung zurückblicken. Großes Kino und kein Zufall waren super ausgetüftelte Platten. Ein Spiel mit der Kunst vom Rap und den Versuchen, so viel wie möglich aus ihr herauszupressen. Mit dem Erfolg von Großes Kino erarbeitete sich Blumentopf ein relativ gutes Standing in der Szene. Und vielleicht ging das auch zu Lasten einer gewissen Unbeschwertheit. Das ist natürlich nur Spekulation von mir. Aber bei den Alben 3 und 4 lässt sich schon ein gewisser Bruch feststellen. 1A ist sehr Hip-Hop-lastig, aber deutlich weniger verspielt als die Vorgänger. Für Blumentopf-Verhältnisse ist es teilweise fast schon aggressiv. Gern geschehen ist wieder deutlich leichter und witziger und der Sound driftet in so bisher nie dagewesene Pop-Gefilde ab. Die Tracks waren auch deutlich live-tauglicher. Und das ist vielleicht der beste Moment für eine Überleitung ins dritte Kapitel der Band. Rap-Musik und unsere Crew ist wie Denn eine Sache habe ich bislang noch nicht erwähnt. Blumentopf hatte einen herausragenden Ruf als Live-Act. Die fünf kommen aus einer Zeit, in der Freestyles einen großen Stellenwert beim Rappen einnahmen. Diese Einlagen galten immer als einer der Höhepunkte ihrer Auftritte. Auch sonst waren sie live immer ziemlich gut und vor allem viel unterwegs. Am Ende ihrer Karriere sind es ca. 800 Auftritte gewesen. Im dritten Kapitel der Bandgeschichte wird offensichtlich, dass dieser Aspekt immer stärker zur Identität der Band beitrug. Den Anfang macht hier Musikmaschine aus dem Jahr 2006. Positiv formuliert kann man sagen, es ist die logische und konsequente Weiterentwicklung vom Gern-Geschehen-Ansatz. Statt MPC-Drums kommt hier in der Regel ein richtiges Schlagzeug zum Einsatz und auch die übrige Instrumentierung klingt mehr eingespielt als gesampelt. Das Ganze hat so einen Jan-Delay-Clouseau-Vibe. Insgesamt ist das schon okay, aber vom Hocker haut einen das auch nicht. Aber beim Blumentopf ging es doch in erster Linie eh immer um die Texte, oder? Das Problem ist, und hier liegt der große Unterschied zu allen Vorgängern, wirklich gut sind sie auf Musikmaschine nicht. Es fällt einem bei vielen Songs hinterher wirklich schwer zu sagen, worum es überhaupt genau ging. Meistens hat man nur noch den Refrain im Ohr. Und darum scheint es bei einem Großteil des Albums eigentlich zu gehen. Live-taugliche Hooks, um die man ein paar Strophen geschrieben hat. Symptomatisch dafür die erste Single Horst, in dem außerhalb des Refrains nur Vornamen aufgezählt werden. Peter, Frank, Eddie, Fritz, Tobi, Toni, Freddy, Chris, Olaf, Heinz, Lars, Edwin, Thomas... Vom Witz der Vorgängerplatten und interessanten Songkonzepten ist hier nicht mehr viel zu sehen. Mal vom Inhalt ganz abgesehen, ist auf der Platte das wenigste auch wirklich gut gerappt oder geschrieben. Es wirkt teilweise wie gefreestylt. Gibt es auch Lichtblicke? Vereinzelt ja. Wirklich herausheben will ich aber nur den Track Bretter, die die Welt bedeuten. Wieder mal ein Holunder-Solo-Track. Als ich 13 war, wusste ich noch nicht, wie man Tracks samplet. Mein einziger Stolz war mein erstes Deck von Jeff Kendall. Darauf erzählt er, wie er teilweise mit späteren Bandkollegen das Skaten begann. Wirklich, wirklich cool gemacht. Ansonsten kann man sich das Album meiner Meinung nach aber wirklich sparen. Ich verstehe, was Blumentopf hier machen wollte, aber ehrlich gesagt ging das daneben. Trotzdem, auch dieses Album chartete auf Platz 7, also so gut wie der Vorgänger. Im selben Jahr wurde die Band vielleicht auch erstmals einem richtig breiten Publikum bekannt. Für die ARD fassten sie die deutschen WM-Spiele tagesaktuell in einem kleinen Rap, die sogenannte Reportage, zusammen. Das war stellenweise wirklich witzig und ehrlich gesagt auch cooler als Musikmaschine.
Bis zum WM-Titel 2014 machte Blumentopf das Ganze für jede EM und WM. Es war ein harter Fight und Kramer sah das vierte Sternchen schon in Halbzeit 1. Guck im Strafraum. 2010 erschien dann das Album Wir und 2012 Nieder mit der GbR, das letzte Album. Ich möchte auf diese beiden nicht mehr ganz so detailliert eingehen, denn so richtig spannend wird's nicht mehr, finde ich. Wir klingt ein bisschen nach den Beastie Boys oder Run DMC, sprich harte Drums, verzerrte Gitarren. Mein Betriebssystem ist fucked up, mein Betriebssystem ist fucked up, mein Betriebssystem. Mit So Lala ist hier auch der größte Single-Chart-Erfolg der Band drauf. Ich fand immer, dass der Song etwas von Deichkind in ihrer Elektro-Mitgröl-Phase hatte. Und ich glaube, dass Blumentopf mit Wir ihre eigene Version davon bauen wollten. Hey, sag, wie geht's euch? So lala, so lala. Die Beats sind mit der Dauer aber etwas repetitiv, doch textlich ist das schon besser gelungen als Musikmaschine. Zu alter Form finden sie hier aber auch nicht mehr, denn der Fokus dieser Platte ist wieder eher die Live-Tauglichkeit. Mit Abstand bester Song ist wieder mal ein Holunder-Solo, nämlich Fenster zum Berg. Musikalisch ein Ausreißer auf dem Album, da er hier von einer Blaskapelle begleitet wird. Er erzählt davon, wie er als Kind von seinem Vater ständig in die Berge geschleppt wurde. Ich glaube, damit kann sich so ziemlich jeder Bayer identifizieren. Sie von Wasserski und kauften den Mädels Gelati. Ich trank Skiwasser auf der Berghütte mit meinem Papi. Und immer wenn sie... Nieder mit der GbR klingt dann wie eine etwas gelungenere Version von Musikmaschine. Es ist weniger hektisch und besser gerappt. Dafür mit vielen Gesangshooks, unter anderem von den Sportfreunden Stiller. Schaut nach oben, wir fliegen über die Stadt. Superman. Die gefallen mir persönlich überhaupt nicht. Dafür sind die Texte besser als auf Musikmaschine. Wenn auch nicht ansatzweise auf dem Niveau ihrer Prime. Am besten ist hier die Kaffeehymne Schwarzes Gold. Auch der Song Neulich in der City ist ganz cool. Insgesamt ist das Album aber eher durchwachsen. Ich kann die Zukunft lesen aus meinem Kaffeesatz und da steht drin, dass ich mir gleich noch eine Tasse mach. Würde ich sagen, dass diese beiden Alben grottenschlecht sind? Nein. Aber sie wirken schon etwas uninspiriert. Vielleicht hatte man die Hoffnung, sich durch die ARD-Präsenz noch einmal ein neues, breiteres Publikum zu erspielen. Vielleicht hatte die Band auch selbst keinen Bock mehr, Texte wie auf den alten Alben zu schreiben. Wie auch immer. Die letzten Alben charteten auf 11 und 6 und es gibt noch ein Collabo-Album mit Texter und 2016 spielt der Blumentopf sein Abschiedskonzert. Zu diesem Zeitpunkt ist das für einen Großteil der Deutschrap-Fans allerdings nur noch eine Randnotiz. Warum eigentlich? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Auch vor der Auflösung hatte ich nicht den Eindruck, dass Blumentopf jüngeren Rap-Fans noch ein Begriff war. Und wenn doch, dann eher als Ziel von Diss-Tracks. Insgesamt kann man auch sagen, die Diskografie ist alles andere als perfekt. Wir haben zu Beginn enorm starke Alben, Highlights sind in späteren Veröffentlichungen zwar vorhanden, aber rar gesät. Blumentopf war zu diesem Zeitpunkt aber schon mehr live als Studioband. Deswegen kann man anhand der Diskografie auch nur einen Teil ihrer Geschichte nachzeichnen. Und zugegebenermaßen, hier habe ich auch etliche Kollaborationen und Soloprojekte unterschlagen. Bis zum Schluss war die Gruppe ein Garant für gelungene Konzertabende. Doch es lässt sich nicht leugnen, der ganz, ganz große kommerzielle Durchbruch ist ausgeblieben. Zum Abschluss dieses Videos halte ich es für eine interessante Fragestellung, warum das so war. Denn Blumentopf war wahrscheinlich die talentierteste Gruppe ihrer Generation. Ein besonders naheliegender Punkt ist, Blumentopf fehlten die Hitsingles. Ja, natürlich gibt es viele Songs, die insbesondere bei Fans eine hohe Beliebtheit erlangten. Aber eben kein Jein, kein MFG, kein Cruisen. Eingefleischte Fans haben Blumentopf für ihre Alben geliebt, aber es gab nie die eine Single, die ein noch breiteres Publikum dazu bewogen hätte, mal in den Rest der Diskografie hineinzuhören. Der Durchbruch der Band war außerdem relativ schlecht getimt, auch wenn das vielleicht erstmal komisch klingt. Anfang der 2000er war Agro das große Ding, dann gab es eine kleine Deutschrap-Flaute und in den 2010ern war es wieder Gangster-Rap, der Hip-Hop in die Charts katapultierte. Für den eher braven, bürgerlichen Rap gab es in dieser Szene keinen Platz und vergleichbare Acts bewegten sich deutlich stärker als Blumentopf in Richtung Pop. Und wenn wir schon bei Agro sind, dieses Label hatte ihre Rapper top inszeniert. Sido, Bushido, B-Tight und Flair wirkten fast schon wie eine Boygroup mit ihren klar ausdifferenzierten Images. Auch der Blumentopf hatte vier Rapper, die zwar an sich unterscheidbar waren, aber es waren auch keine vier grundverschiedenen Typen. So etwas wie einen Personenkult um sie gab es nicht.
Außer Holunder habe ich, glaube ich, noch keinen weiteren Namen genannt. Kurz abhaken: Shu, Roger, Kaius, DJ Sepalot. Und zu guter Letzt muss man sagen, dass es vielleicht auch nicht förderlich war, dass jedes Album irgendwie anders klang. Eigentlich ist das ja eine gute Sache. Blumentopf hat sich nie selbst kopiert. Doch vielleicht haben die vielen Stilbrüche auch dazu geführt, dass immer wieder ein gewisses Publikum vergrault wurde. Vielleicht auch nicht, ich spekuliere hier ja nur. Und überhaupt will ich dieses Video auf eine positive Note enden lassen. Denn dass Blumentopf keine Popstars wurden, ist ja nicht zwingend etwas Schlechtes. Auf der Habenseite stehen nämlich einige für Deutschrap-Verhältnisse unglaublich gut gealterte Alben. Speziell Großes Kino kann man heute immer noch sehr gut hören und das kann man weiß Gott nicht über jedes Deutschrap-Album aus dem letzten Jahrtausend sagen. Auch aus den späteren Alben könnte man mit den besten Songs immer noch ein ziemlich gutes Mixtape basteln. Und so endet dieses Video. Gibt's noch was zu sagen? Ah ja, Ranking der Alben. Platz 7 Musikmaschine, Platz 6 Nieder mit der GbR, Platz 5 Wir, Platz 4 Gern geschehen, Platz 3 Kein Zufall, Platz 2 1A, Platz 1 Großes Kino. Ciao, ciao, ciao. Du bist nicht cool, weil du Blumentopf für peinlich hältst.